Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Brennende Flüchtlingsunterkünfte, der Mob von Heidenau, die Nazis in Marzahn-Hellersdorf, Schlagzeilen, die vor kriminellen Ausländern waren, die katastrophalen Zustände vor dem Lageso. Und auf der anderen Seite das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die Proteste gegen Nazis in Heidenau, in Marzahn-Hellersdorf, in allen Teilen der Republik. Die Kanzlerin sagt, wir schaffen das, und das Boulevard macht Aufklärung gegen rassistische Vorurteile. Widersprüche, Katastrophen, Krisenrhetorik und dann wieder Gemeinsamkeit der Demokraten, Verantwortungs- und Solidaritätsbekundung. Meine Damen und Herren, wir sollten heute den überparteilich staatstragenden Gestus nicht überstrapazieren. Wir sollten nicht so tun, als würden wir alle am gleichen Strang ziehen, insbesondere dann nicht, wenn es noch nicht mal in Ihrer Koalition klappt. Wir sind uns hier in einer Sache einig. Wir danken all denjenigen, die den Flüchtlingen helfen, den Menschen, die den Zuständigen praktisch zeigen, was Anständige tun können. Gäbe es das aufopferungsvolle, ehrenamtliche Engagement der vielen, vielen Freiwilligen, die diese beschämenden Bilder vor dem Lageso und den Heidenau nicht ertragen haben, gäbe es diese bürgerschaftliche Willkommenskultur nicht, es sehe hier ganz, ganz finster aus. Diese Menschen, die Tag für Tag dem überlasteten Personal des Lageso helfen, die den Flüchtlingen über den Tag helfen, die haben etwas geschafft, was Bundesregierung und Senat nicht geschafft haben, unbürokratisch, schnell Hilfe zu leisten und ehrliche Willkommenskultur zu leben. Dafür gebührt Ihnen Dank und die allerhöchste Hochachtung. Sie leisten das, was der Staat zuallererst hätte leisten müssen. Deutschland ist eins der reichsten Länder der Erde. Warum, meine Damen und Herren, tut sich der Staat dieses Landes so schwer, eine Zahl von Menschen, weniger als 1% seiner Bevölkerung, anständig aufzunehmen und zu versorgen? Bei aller Überraschung, dass es doch mehr Menschen trotz Abschottung und Festung Europa bis hierher schaffen. Warum schafft das so große Probleme? Warum ist es möglich, binnen weniger Wochen Milliardensummen zu mobilisieren für die Bankenrettung, aber über ein Jahr lang keine Vorsorge zur Aufnahme von Flüchtlingen zu treffen? Ist diese Krisen- und Überforderungsrhetorik, die wir gerade erleben, für einen Staat, der auf Kosten der europäischen Peripherie einen Haushaltsüberschuss aktuell von 21 Milliarden Euro erzielt hat, ist das nicht ein wenig unangemessen? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, tun Sie nicht so, als wäre die Situation quasi über Nacht entstanden. Am 25.11.2012 haben wir hier eine Aktuelle Stunde zum Thema. Das war nach der Eröffnung der ersten Notunterkunft in Berlin. Am 10.04.2014 hat Klaus Wowereit eine Regierungserklärung abgegeben zum Thema Flüchtlinge. Da hat er gesagt, dass die Aufnahme von Flüchtlingen uns alle angeht. Und er hat gesagt, wir brauchen neue Unterkünfte. Und er hat gesagt, es ging um eine grundsätzliche Haltung und darum, ob wir in der Stadt zum gemeinsamen solidarischen Handeln bereit sind. Und Herr Chaya, Herr Müller, weil Sie eben nicht gehandelt haben, haben wir Ihnen im Dezember letzten Jahres ein flüchtlingspolitisches Konzept erarbeitet, die Opposition. Die Obplatzflüchtlinge waren für Sie aus den Augen, aus dem Sinn. Sie haben es versäumt, Personal und Räumlichkeiten des Lageso aufzustocken. Sie haben Container, Turnhallen, Traglufthallen bevorzugt, anstatt an nachhaltigen Lösungen für die Unterbringung zu arbeiten. Die lange Liste von landeseigenen Bundesimmobilien, die umgebaut und ertüchtigt hätten werden können, ist immer noch nicht bearbeitet worden. Jetzt haben Sie die Provisorien alle belegt, die Sie jetzt brauchen würden, um zusätzliche Spitzen abfangen zu können. Und immer noch hangeln Sie sich von Notprogramm zu Notprogramm. Herr Müller, ich habe es Ihnen schon vor 4 Wochen gesagt, als Sie ins Rote Rathaus eingeladen haben. Sie müssen endlich von den Notprogrammen zu einem nachhaltigen Flüchtlingskonzept kommen. Der Bürgermeister Hanke, SPD, hat es gesagt.
Eine vernünftige Erstaufnahme und Unterbringung, eine vernünftige medizinische Versorgung sind kein Zauberkunststück. Das ist elementarstes Handwerk von öffentlicher Daseinsvorsorge. Wenn Sie das nicht hinbekommen, muss man nicht den Katastrophenfall ausrufen, wie Herr Hanke gefordert hat. Man muss einfach anfangen, seine Arbeit zu machen, und zwar systematisch und strukturiert. Meine Damen und Herren, man darf auch Fehler machen. Man darf auch mal kurzfristig überfordert sein. Aber man muss dann auch lernen, handeln, und man muss auch wollen. Und dass wirklich alle wollen, ist zu bezweifeln. Herr Graf, Sie haben gerade eben die Ausweitung sogenannter sicherer Herkunftsstaaten gelobt, damit man mehr Leute schneller abschieben kann. Sehen Sie sich doch mal wenigstens die Realität an. Informieren Sie sich doch mal wenigstens. Die Flüchtlingszahlen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sind nicht kleiner geworden. Ganz praktisch bedeutet das, Sie verlängern die Verfahren und in letzter Konsequenz schaffen Sie mehr Illegalisierte. Und was einen wirklich wütend macht, ist, wenn jetzt in gute und schlechte Flüchtlinge eingeteilt wird. Nein, es gibt auch auf dem Westbalkan, in Serbien, in Albanien oder im Kosovo Menschen, die vor Gewalt, Hunger und Tod flüchten. Die CSU kritisiert die Kanzlerin, dass sie eine Ausnahme für die Flüchtlinge aus Budapest erlaubt hat. Und jetzt erfahren wir, dass in Berlin, Herr Innensenator, alle so großzügig empfangenen Flüchtlinge aus Ungarn auch doch erkennungsdienstlich behandelt werden und alle eine Anzeige bekommen wegen illegalen Grenzübertritts. Mal abgesehen davon, dass Sie damit die Staatsanwaltschaften und Gerichte in den Wahnsinn treiben werden, was für eine Sorte Willkommenskultur ist das eigentlich? Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die SPD im Bund macht den Unsinn mit der Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten mit. Jetzt will sie auch noch den CDU-Wunsch nach Sachleistungen statt Bargeld mit durchsetzen. Dazu schnellere Abschiebung, eine Wiederbelebung der Residenzpflicht. Das, liebe SPD-Kollegen, ist kein humanitärer Umgang, das ist hochgefährliche Symbolpolitik. Sie müssen sich dann doch entscheiden, ob Sie den Stammtisch bedienen oder wirklich etwas für Menschen in Not tun wollen. Glauben Sie ehrlich, Sie könnten Menschen mit Drohungen und Leistungskürzungen von der Flucht und dann auch damit von Deutschland fernhalten? Diese Menschen haben nichts mehr zu verlieren. Wer Flucht vermeiden will, muss Fluchtursachen bekämpfen. Ja, meine Damen und Herren, da geht es auch um deutsche Außenpolitik, es geht um Rüstungsexporte, es geht um Freihandelsabkommen, um Wirtschaftspolitik, es geht um Entwicklungshilfen und Möglichkeiten legaler Einwanderung, wie Sie ja auch schon angesprochen wurden. Ich weiß, Herr Regierender Bürgermeister, wenn Sie zum Flüchtlingsgipfel gehen, steht das alles nicht auf der Tagesordnung. Ich weiß, es werden dort vor allem die sehr wichtigen Fragen der Ressourcenverteilung und Verantwortungsbereiche zwischen Bund, Ländern und Kommunen verhandelt. Und natürlich muss der Bund die Kosten für die Erstaufnahme übernehmen, und zwar vollständig, wenn es nach uns ginge. Aber ich sage Ihnen, besser, Sie reden dort auch über das Thema Fluchtursachen, die ökonomische, soziale Verantwortung Europas und über legale Einwanderungswege. Meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, Sie haben versucht, seit Mitte des Sommers das von Ihrem Senat verschuldete Desaster einzudämmen, ganz offensichtlich zu spät. Sie haben den jetzt von Herrn Graf so gelobten Herrn Chaya quasi zur Bewährung zum Leiter des Krisenstabs gemacht. Also denjenigen, der durch Nichtstun die jetzige Situation wesentlich mit herbeigeführt hat. Aber es wird nicht wirklich besser. Stattdessen wird die Krisenrhetorik verschärft, werden die Unterbringungsstandards abgesenkt. Aber wird an nachhaltigen Lösungen gearbeitet? Was ist mit der BIM- und BIMA-Liste? Wann wird da endlich geprüft, geplant, umgebaut und für eine vernünftige Unterbringung ertüchtigt? Je länger Sie damit warten, umso schlimmer wird's. Und die Probleme bei der Gesundheitsversorgung sind nicht gelöst. Die Beschulung von Flüchtlingskindern ist Pflicht, funktioniert bislang nicht wirklich. Der Innensenator ist verantwortlich für den Schutz der Flüchtlinge. Eine Schwerpunktsetzung beim Schutz von Flüchtlingsunterkünften ist bisher nicht erkennbar. Im Gegenteil, zivilgesellschaftlicher Protest gegen Nazis wird noch behindert, Flüchtlinge, Flüchtlingshelfer, Journalisten werden von Neonazis angegriffen, bedroht und von der Polizei alleingelassen oder schlimmer noch kriminalisiert. Wir können gerne noch über die Einzelfälle reden. Herr Henkel, auch Sie haben die gemeinsame Erklärung der Landesvorsitzenden unterzeichnet. Auch Sie sprechen von rechtem Terror, der in unserem Land wütet. Verstehen Sie mich nicht falsch.
Es ist gut und richtig, dass wir eine gemeinsame Erklärung der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien gegen rechtsextreme und rassistische Hetze haben. Und man kann solche Aufrufe zur Ermunterung der Anständigen nicht genug propagieren. Aber dann sollte man auch entsprechend handeln. Herr Regierender Bürgermeister, nicht einmal unbegleitete Minderjährige bekommen hier eine schnelle Unterbringung und Versorgung. Was macht da der Leiter des Krisenstabs? Was ist mit den Bemühungen um eine Gesundheitschipkarte? Eigentlich ein originäres Thema für einen Gesundheitssenator. Ich könnte Ihnen noch viele weitere Beispiele sagen, bei denen diese Mischung aus Unwilligkeit, fachlicher Überforderung und mangelnder ressortübergreifender Bereitschaft zur Soforthilfe die Krisensituation erst geschaffen hat und nun verschleppt. Meine Damen und Herren, der Senat muss endlich die Erfüllung seiner Aufgaben in den Griff bekommen. Dass man das auch kann, wenn man will, haben wir mit unseren Anträgen untermauert. Das große zivilgesellschaftliche Engagement ist ja leider nur die eine Seite unseres Landes. Es gibt auch in Berlin Menschen, die Angst und Sorgen haben. In dem Maße, wie der Staat bei dieser Herausforderung versagt, in dem Maße steigt die Gefahr, besorgte, schlecht informierte Bürger in die Arme von Rechtspopulisten und Nazis zu treiben. Das muss nicht sein. Meine Damen und Herren, es ist eine einfache Wahrheit. Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde. Da wird doch die Bundeshauptstadt Berlin imstande sein, ein wenig mehr als 1% seiner Bevölkerung zusätzlich aufzunehmen. Denken Sie mal darüber nach. Ja, meine Damen und Herren, Berlin kann das alles schaffen, wenn der Senat seine Arbeit ordentlich macht.